Für alle Neuankömmlinge auf meinem Kanal ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Bevor wir aber mit dem Video starten, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und am besten noch die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button betätigen, denn dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt und selbstverständlich gibt es kurz vor Halloween, Halloween steht vor der Tür, auch in diesem Jahr eine Halloween-Torte von mir. Ich habe schon einige Halloween-Torten gemacht und dieses Jahr habe ich mal ein Grab gemacht. Traut euch ruhig mal dran, denn diese Torte ist nämlich gar nicht mal so schwer in der Herstellung. Ich habe einige Tage zuvor mit der Deko gestartet, denn die Deko muss auch teilweise bzw. gerade der Zaun fest werden, sodass er später auch fest ist und an die Torte ran dekoriert werden kann. Ich habe hier weißen Fondant mit brauner Lebensmittelfarbe verknetet, habe diesen allerdings nicht ganz durchgeknetet, dass es so ein bisschen ungleichmäßig aussieht und habe noch zusätzlich CMC-Pulver in den Fondant hineingeknetet. CMC-Pulver bezweckt, dass der Fondant schneller und auch stabiler aushärtet. Habe diese Zaunstücke anschließend 2 Tage auf der Seite liegen gelassen, sodass sie nämlich fest werden konnten. Und was ich sonst noch vorbereitet habe, wir starten jetzt endlich los, das zeige ich euch jetzt im ersten Abschnitt. Mein Kuchen sollte eine Höhe von etwa 8 cm haben, also habe ich mir den braunen Fondant etwas breiter ausgerollt und ausgeschnitten, das waren etwa 10 cm, schneide es nun oben ungleichmäßig ein und präge die Holzoptik ganz wahllos und ungleichmäßig mit einem spitzen Modelliertool ein. Hiervon habe ich mir so viel vorbereitet, dass ich auf jeden Fall genügend Zaun habe, um mein Grab damit zu umranden. Anschließend habe ich noch mit schwarzer Lebensmittelpuderfarbe und mit Kakao alles abgepudert. Für den Grabstein habe ich Marshmallows geschmolzen und gebe hier nun Schoko Crispies hinein. Und zwar so viel, dass ich noch eine formbare Masse, eine etwas festere Masse habe, die ich zuerst mit einem Löffel verknete, denn die Marshmallows sind zu Anfang noch sehr heiß und anschließend auf der Arbeitsfläche mit meinen Händen. Und damit es nicht ganz so doll klebt, verwende ich zwischendrin immer wieder zum Einfetten meiner Hände Palminsoft. Hier forme ich nun durch zurecht drücken und zusammenpressen den Grabstein heraus. Den Grabstein habe ich anschließend über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag mit einer festen Zartbitterganache eingestrichen. Das Rezept für die Ganache verlinke ich euch jetzt hier oben in der Infocard. Ich streiche zuerst die eine Seite ein, ziehe diese grob glatt, gebe den Grabstein für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nehme ihn anschließend aus dem Kühlschrank, streiche etwas auf die Oberfläche, gebe ein Backpapier obendrauf, wende den Grabstein einmal herum und streiche nun die andere Seite noch mit der Ganache ein. Auch diese ziehe ich grob glatt, gebe den Grabstein wieder für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, wende ihn wieder zurück. Arbeite noch ein paar Unebenheiten aus, gebe ihn anschließend wieder in den Kühlschrank, bevor ich ihn mit dem Fondant eindecke. Zum Eindecken des Grabsteines habe ich weißen Fondant mit schwarzer Lebensmittelfarbe eingefärbt, auch diesen nicht komplett durchgeknetet, sodass ich einen Marmoreffekt erhalte. Anschließend habe ich diesen länglich ausgerollt, einen Streifen ausgeschnitten und diesen klebe ich mit etwas Backtrennspray an der Seite des Grabsteines fest und genauso verfahre ich auch mit der Oberfläche. Hier gebe ich nun ein Backpapier obendrauf, wende das Ganze einmal, denn so lässt sich viel einfacher der Überschuss abschneiden und mit der anderen Seite verfahre ich jetzt ganz genauso. Anschließend nehme ich etwas Alufolie, knülle diese grob zusammen und drücke sie rundherum in den noch weichen Fondant hinein, sodass ich eine Betonoptik erhalte. Mit einem spitzen Modelliertool präge ich noch die Buchstaben Rest in Peace.
und einige Risse auf der Vorderseite sowie auch auf der Rückseite des Grabsteines hinein. Anschließend wird alles noch mit schwarzer Lebensmittelpuderfarbe und zu guter Letzt noch mit Kakao abgepudert. Für die Hand kann ich euch gar nicht so sehr viel erklären. Ich habe hier ein Stück weiße Modellierschokolade schon weich geknetet und wie ihr seht, ich nehme meine eigene Hand als Mustervorlage und forme so eine etwas unförmige, eine etwas knochige Hand aus. Ich forme auch nur die Handaußenseite, also nicht die Handfläche, da die Modellierhand ja nachher auf dem Kuchen liegt und man würde die Handinnenfläche überhaupt nicht sehen. Für die Fingernägel verwende ich Mandelblättchen, die drücke ich in die weiche Modellierschokolade rein und solange diese noch weich ist, gebe ich sie auf einen runden Behälter, sodass sie in dieser gewölbten Form wieder fest wird. Die Hand lasse ich nun für etwa eine Stunde liegen, sodass die Modellierschokolade wieder etwas fest wird, bevor ich sie mit schwarzer Lebensmittelpuderfarbe und Kakao abpudere. Kuchen habe ich mich diesmal für einen Maulwurfkuchen entschieden. Der Maulwurfkuchen, der klassische Maulwurfkuchen, besteht aus einem Schoko-Rührteig, aus frischer Banane, aus Sahne mit Schokostückchen und zerbröseltem Schoko-Rührteig auf der Oberfläche. Passt auch super zu einem Grab, deswegen habe ich einen klassischen Maulwurfkuchen zubereitet. Ich habe hierfür mein Rührkuchen-Basisrezept in der Schoko-Variante insgesamt in dreifacher Menge angeschlagen. Es war ein bisschen zu viel, also ich habe nachher doch noch ein bisschen was abgeschnitten, weil der Kuchen mir sonst viel zu groß geworden wäre. Also bei mir hätte die doppelte Menge absolut ausgereicht. Aber an Kuchenmenge müsst ihr das natürlich auch immer anpassen, wie groß soll eure Torte werden. Mein Grabstein war relativ groß, deswegen musste auch der Kuchen an sich ein bisschen größer werden. Hier müsst ihr aber für euch entscheiden, wie groß ihr eure Torte zubereitet. Als Unterlage für meine Torte verwende ich ein Cakeboard. Dieses Cakeboard ist eine Kaperplatte, eine Leichtschaumplatte, die ich immer im großen Stück kaufe und mir passend genau für meine Kuchen mit einem Bastelskalpell zurechtschneide. Dieses ist genauso groß, wie mein Kuchen werden soll, ist nachher unter dem Kuchen und dient dafür, dass ich den Kuchen immer schön drehen kann und anfassen kann, ohne dass mir irgendwann der Kuchenboden wegbröselt. Dieses Cakeboard nehme ich mir nun als Anhaltspunkt, um meinen Kuchen zurechtzuschneiden. Denn wie ihr seht, ich habe ein bisschen zu viel Kuchen gebacken und schneide nun hier die Überreste ab. Was ich aus den Resten gemacht habe, das habe ich mir nämlich ganz spontan überlegt. Dazu gibt es ein geheimes Video, was ich euch jetzt hier oben in der Infocard verlinke. Anschließend wird der Kuchen ausgehöhlt. Dazu schneide ich mir mit einem Rand von etwa 3 cm nach außen ein und höhle den inneren Kuchen heraus. Der äußere Rand darf nicht zu dünn sein, er sollte noch standfest sein und höhlt auch bitte nicht zu tief innen aus. Lasst auf jeden Fall einen Kuchenboden von etwa 2 bis 3 cm. Die Sahne für meinen Maulwurfkuchen habe ich auch schon vorbereitet. Hier habe ich 600 Gramm Sahne mit einem Esslöffel Vanillezucker und Sahnestand mittelsteif geschlagen und hebe nun noch Schokoplättchen unter. Anschließend gebe ich den Kuchen auf das eben gezeigte Cakeboard und gebe in Scheiben geschnittene Bananen innen hinein, anschließend die Sahne obendrauf. Einen Teil des abgeschnittenen Kuchens habe ich zerbröselt, gebe diese Brösel auf die Oberfläche und so muss die Torte für mindestens 2 bis 3 Stunden erstmal in den Kühlschrank.
Präsentiert wird die Torte auf einem Cakeboard. Auch dieses ist eine Kapa-Platte mit einer Stärke von 10 mm. Diese habe ich etwas größer, wie die Torte ist, geschnitten, damit ich außen noch ein wenig Rand habe, um noch etwas Deko und vor allem auch den Grabstein noch unterzubekommen. Ich gebe erstmal etwas Nuss-Nougat-Creme in die Mitte des Cakeboards. Anschließend platziere ich den Grabstein erstmal nur ohne ihn zu befestigen, damit ich jetzt weiß, wo ich meine Torte hin platziere. Anschließend bestreiche ich die Seiten mit der Nuss-Nougat-Creme, klebe die Zaunteile fest, die ich mir natürlich zuvor in der passenden Länge gekürzt habe. Vorbereitet habe ich mir ein grünes Royal Icing, eine Eiweißspritzglasur, die ich mit grüner Lebensmittelfarbe eingefärbt habe. Das Rezept verlinke ich euch jetzt hier oben in die Infocard für das Royal Icing. Habe diese in einen Spritzbeutel mit einer Grastülle gegeben und befestige erstmal den Grabstein. Und damit dieser auch fester auf dem Cakeboard ist, stecke ich in dieses Cakeboard noch ein paar Zahnstocher und anschließend den Grabstein oben drauf. Den Rand des Cakeboards verziere ich nun in Grasoptik. Schließlich gebe ich noch die Hand auf das Grab und damit das Ganze noch gruseliger aussieht, kommt noch etwas Blut mit ins Spiel. Dazu habe ich feine Himbeerkonfitüre ohne Stückchen in der Mikrowelle etwas verflüssigt in einen Spritzbeutel gegeben und damit dekoriere ich schließlich noch die Torte. Und zu guter Letzt bekommt der Rand des Cakeboards noch ein Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel befestige.